Was geht ab, Manusi Fighter Osiri hier? Und im japanischen Dokkan Battle hat die Golden Week angefangen. Mit der Golden Week sind Super Saiyan Blue Evolution Vegeta und Jiren erschienen. Sein Dokkan von Jiren und alle anderen Charaktere. Die ganzen Videos und Details zu den Charakteren haben wir im letzten Video. Wenn ihr es gesehen habt, schaut es euch an. Aber auch die Elder Freezer Kampagne ist online. Ich wollte euch alle Informationen zu Golden Week selbst, zu den Missionen, zu Elder Freezer Kampagne, was ihr da beachten müsst, auf jeden Fall euch preisgeben in diesem Video. Deswegen gibt es heute auf jeden Fall alle Infos und Details dazu. Aber aus vorweg, wenn ihr das Video hier seht, dann sollten Vegito Blue, der Banner zu ihm und zum Jiren, auf jeden Fall online sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg beim Sum, diejenigen, die Sum und die Dokkan Events werden wir uns dann Tag darauf ansehen. Also habt ein bisschen Geduld, aber freut euch auch auf jeden Fall auf diese Videos. Anyways, dann würde ich sagen, wir fangen mal sofort mit den Informationen an. Lass uns erstmal schauen, was erwartet uns zu Golden Week. Und ich finde es sehr, sehr cool, dass sie Golden Freezer zum Golden Week genommen haben. Also im Bild natürlich. Im Teaser-Bild, beziehungsweise im Artwork. Die Golden Week geht bis zum 22. Mai ab gestern schon, ab heute, wenn ihr das anschaut. Genau, wir haben Login-Boni hier, quasi Special Missions wird es geben. Banner zum Vegeta und Jiren. Und das sieht aus wie kein... So, 5%, alles klar. Das sieht aus wie kein Dual Dokkan Fest, sondern es hat für mich den Anschein, dass Vegeta quasi der Hauptcharakter sein wird im neuen Banner und Jiren gefeatured sein wird, so wie das mit Uegoku war und Jiren, als er sein Dokkan Event bekam. Ich hatte eher gedacht, es wird vielleicht ein Dual Fest, weil wir halt zwei Dokkan Events bekommen und nicht eins. Aber vielleicht kommt es ja so, ihr wisst da mehr, wenn ihr das Video seht, denn dann ist das Ganze schon online. Jedenfalls, wie gesagt, ich wünsche euch viel Erfolg bei den Bannern. Wann kommt der Banner online? Hier steht kein Datum dran, aber aus dem Nichts wissen wir eigentlich 10 Uhr frühestens. Es sei denn, es kommt eine Wartung. Ich glaube, habe ich vorhin gesagt, es steht keine Wartung dran, es steht kein Datum dran, keine genaue Uhrzeit. Aber frühestens wissen wir aus den Leaks, dass es um 10 Uhr morgens kommt, heißt eigentlich schon online sein wird, wenn ihr das Video hier seht. Oder dann, wenn eine Wartung läuft, eben nach der Wartung. Ihr wisst da Bescheid. Zu den beiden kommen natürlich auch die Dokkan Events, einmal von Vegeta, einmal von Jiro. Extreme Zero Awakened Broly kommt back. Ja, könnt ihr euch gerne mal ansehen, anschauen, anprobieren. Banner zu ihm auch, ein Dragonstone Sale wird es geben. Elder Freezer Kampagne, schauen wir uns gleich detaillierter an. Neue Story Event. Die Informationen zu den Story Events haben wir uns angesehen, beziehungsweise wenn das Event online kommt, werde ich mir das Ganze noch ansehen und ein Video dazu wird auf jeden Fall auch noch kommen. Seid nicht irritiert von dem Transform Genen und den Uegoku, das sind nicht zwei neue Charaktere, das werden wahrscheinlich Endgegner sein im Story oder auch nicht, oder auch nur Teaser-Bilder oder nur Bilder zum Artwork, weil aus den Daten wissen wir, da kommt kein neuer Jiren und auch der neue Jiren hat keine Transformationsmechanik und es kommt auch kein neuer Free-to-Play Uegoku oder sonst was, oder dass der physisch Uegoku zu denen hier wird. Das ist eine Vorlage aus der Ulti vom Int Uegoku. Also diese beiden Charaktere gibt es so noch nicht, wie wir hier sehen. In der Zukunft wird das aber natürlich noch der Fall sein. Dann kommt das andere Story-Event natürlich auch noch zurück, das von Universe Survival Saga, genauso das allererste, Universe 6, 6 gegen 7, genau, und die Stamina füllt sich jede dritte Minute auf, nicht jede fünfte momentan. Und Incredible Gems werden erhältlich sein, nicht Incredible Gems, sorry, Potara-Medaillen werden erhältlich sein über den Barbershop, bis jetzt nur im japanischen Dokkan Battle. All die gefragt haben, ey, kommen da noch mehrere Potara-Medaillen, jetzt haben wir die Antwort, nicht nur über die Supreme Kai-Missionen. Ob wir dafür Incredible Gems ausgeben müssen, was wir dafür ausgeben müssen, wie viele da sein werden. Ihr seid dann schlau, wenn ihr das Ganze anseht. Ich werde es dann im Nachhinein ansehen auf jeden Fall und euch da informieren auf Twitter, Discord etc. etc. Aber seid darauf gespannt, dass wir Potara-Medaillen vorerst nur in JP auch über den Barbershop kaufen können. Alakai Sum kommt back, wie gesagt, am 27.04. um 10 Uhr morgens. Battlefield kommt ebenso online am 1. Mai 10 Uhr morgens. Die ganzen Events werden online sein, die Dokkan-Events, Extreme Type, Super Battle Road kommt ebenso. Sollte auch online sein. Barbershop wird geresettet, wie es aussieht. Und dreifach Experience auf die Quests. Genau, dann schauen wir uns ganz kurz mal die Missionen an. Die Special Mission, bevor wir hier weitermachen. Und zwar haben wir hier... Daily. Wenn ihr jeden Tag 20 Stamina ausgibt, bekommt ihr einen von den Z-Swords. 50 Stamina bekommt ihr einen SR-Elder-Kai. Dieser SR-Elder-Kai hat eine 30%ige Chance, den Charakter, für den ihr ihn hier als Trainingspartner benutzt, seine SA um ein Level zu erhöhen. Vielleicht sagt ihr, was? 30%? Wir haben doch einen SR-Elder-Kai. Stimmt, nur ist dieser Elder-Kai hier quasi auf SR und leicht zugänglicher als die SR-Elder-Kai, denn überlegt mal, wir bekommen jetzt jeden Tag über 3 bis 4 Wochen ein SR-Elder-Kai und können quasi jeden Tag haben 30% die Chance, die SR ins Kranken zu erhöhen. Und ich hoffe, in Zukunft behalten die das bei und tun diesen SR-Elder-Kai leichter zugänglicher machen als SSR-Elder-Kai.
Genau. Wenn ihr irgendwas im Barbershop bekommt, bekommt ihr einen der neuen Training-Location. Wenn ihr drei Stages cleart, das ist immer noch daily, bekommt ihr einmal Kai-Planeten. Und jeden Samstag, wenn ihr dann Dokument cleart, bekommt ihr Supreme Kai, also die Kai-Medaillen. Wenn ihr sonntags ein Dokument cleart, bekommt ihr alle Kai-Medaillen. Und wenn ihr alle Missionen daily macht, alle daily Missionen, bekommt ihr einen Stone. Genau. Dann spezielle Golden Week Missionen, spezielle Golden Week, also ohne Limit, nicht daily, sondern während der ganzen Golden Week. Wenn ihr einmal 5 Event Stages cleart, egal welche, bekommt ihr, wow, 100 Kategorie-Medaillen, das ist sehr viel und sehr gut. Ich finde das sehr, sehr gut, dass sie Medaillen rausbringen, weil irgendwann werden die Medaillen knapp. 10 Story Stages, 40, 20, 20 von den anderen Medaillen, 30 mal irgendein Story Stage, 6 Stück. Also es muss auch nicht zwingend die neuen Story Stages sein, sondern irgendein Story Events, irgendein Stages aus Story Events. Genau, bei 40 gibt es 2 Platt-Herkul-Statuen, bei 50 5 Stones. Wenn ihr ein Extreme Sea Battle Stage einmal schafft, bekommt ihr 3-mal Virus-Planeten. Wenn ihr es 5-mal schafft, 150 Gravitations-Training-Location. Wenn ihr 5-mal ein Extreme Sea Battle schafft und wenn ihr 10-mal, nicht wundern, ich schaue die ganze Zeit zur Seite, weil die ganzen Informationen auf Dokkan Reddit sind. Ich werde den Link in die Beschreibung setzen, schaut an Dokkan Reddit. Wenn ihr 10-mal Extreme Sea Battle Stages schafft, bekommt ihr ein SSRR. Also ein Ein SSR Sleeping Elder Kai, okay, also den neuen Elder Kai, nicht diesen SSR Int, den wir schon haben. Okay, cool. Dann, wenn ihr ein Dokument cleart, einmal, fünfmal, zehnmal, bekommt ihr ein, wo sind wir, Training, also Schildkröten-Training-Items, noch ein SSR Elder Kai, oder ich nenne einfach mal physisch Elder Kai, weil man kann ihn ja theoretisch zum SSR machen. 3 Stones für 10-mal, wenn ihr 10-mal Dokument cleart und wenn ihr... Was hat ihr mir stehen? 2 Charaktere Dokkan Awake, bekommt ihr 3 Sanduhr-Medaillen zurück, wenn ihr 1000 Stamina verbraucht. 2 Drankstones bei 1500 Stamina. 1500 Stamina ist schon viel. Ein physisch Elder Kai bei 2000 bekommen wir Orbs. Sehr cool. Und bei 2500 ein SSR Elder Kai. Und wenn ihr alle Golden Week Missionen schafft, bekommen wir 10 Dragonstones. Genau, so viel dazu. Dann wollen wir auf jeden Fall, wie gesagt, das ist die Information zu dem Barbershop. Haben wir uns angeschaut. Zu LR Freezer Kampagne. Gehen wir mal rüber zur LF Freezer Kampagne. Was müsst ihr euch da merken? Was könnt ihr euch da merken? Und zwar läuft das Ganze so ab. LF Freezer, die Stage ist jetzt 10 Tage online. Wenn ihr LF Freezer zum LR Shoutouts erweckt, bekommt ihr 30 Stones. Wenn ihr ihn auf SC20 bringt, bekommt ihr 10 SC-Elder Kai. Und wenn ihr LF Freezer auf 100% bringt im Dupe System, bekommt ihr die ganzen Orbs wieder. Ihr seht es, 4350 Strength kleine, 2500 mittlere, 230 große. Und wenn ihr LR Freezer, also auch wenn ihr 100% macht, bekommt ihr LR Ginyu. Also haben wir somit insgesamt 4 Ginyu, LR Ginyu, die wir im japanischen Dokkan Battle erfarmen können. Ein über die Mission, über die Ginyu Missionen, dann 2 über den Barbershop durch Battlefield Medaillen und jetzt noch einer über die LR Ginyu Kampagne, heißt einer fehlt noch, um ihn auf 100% zu bringen. Sowie zu LR Kampagne von Freezer. Genau, dann schauen wir uns noch die Informationen zur Stage an, zur LR Freezer Stage, nämlich... Es gibt 4 Stages auf der allerersten Stage und aus vorweg, ihr könnt hier nur Charaktere mitnehmen, die Free-to-Play aus einer Stage gejobbt sind. Also LR Ginyu könntet ihr nicht als Leader nehmen, der LR Ginyu Goku könnt ihr nicht als Leader nehmen. Ich würde euch raten, nehmt auf jeden Fall den Gohan als euren Leader, beispielsweise, wenn ich das euch zeigen darf, hier den Gohan als Leader und füllt euer Team mit Ginyu-Charakteren auf, Charakteren der Kategorie Ginyu Force, denn diese erhöhen die Drop-Rate der Medaillen der Charaktere. Das ist die Ginyu Force Kategorie, ja im Prinzip alle Ginyu Force Charaktere. Diese erhöht die Drop-Rate der Medaillen und Charaktere in der LR Freezer Stage. Deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen, nimmt Gohan als Leader, den Free-to-Play Gohan als Leader, denn er gibt der Name Kategorie Saga und Ginyu Force Charaktere gehören zu der Kategorie. Keep plus 3, gehen nach 77% oder Strength Charakteren so und so. Das Wichtige ist hierbei, nehmt, wenn ihr die Ginyu Force Charaktere habt, sind auch Free-to-Play, erfarmt sie, wenn ihr sie schon erfahren habt, umso besser. Nehmt sie aber auf jeden Fall, wenn ihr ihre Kategorie triggert bzw. erhöht die Drop-Rate der Medaillen der Charaktere und damit hat es um einiges leichter auf jeden Fall. Genau, wieder mal zur Stage zurück. Stage 1, droppt LR Freezer einmal, bekommt ihr nur einmal, dann zu 1% wieder. Heißt, diese Stage macht ihr nur einmal und gut ist, denn auf Stage 2 droppt natürlich die Medaillen für die TOR-Version. Zu 99% ihr geht hier in Farm, die 7 Stück sind das, glaube ich, für die TOR-Version. Dann braucht ihr 777 von den LR Freezer Medaillen. Dieses droppen auf Stage 3 oder Stage 4. Wo ist der Unterschied? Stage 3 droppen nur Medaillen, ihr seht sie hier zu 50% 7-mal und so weiter und so fort. Und auf Stage 4 droppen entweder der Charakter zu 15% einmal oder zweimal.
oder dem Kaiman. Oder die Medaillen zwischen 0 und 10%. Heißt, wenn ihr Freezer noch nicht habt, auf SEC noch nicht habt, noch nicht 100%, beziehungsweise noch nicht alle Dupes geöffnet, macht zuerst die Stage 4. Wie gesagt, achtet darauf, dass ihr Genuforce Charaktere habt. Da wird die Drop Rate erhöht, dass die Charaktere die Medaillen droppen. Macht erst die Stage 4. Wenn ihr da eure Freezer habt auf SEC und alle Dupes offen, macht ab sofort dann nur noch Stage 3. Denn da droppen mehrere Medaillen, können mehrere droppen zwischen 5 und 20. Auf Stage 4 nur 5 und 10. Beziehungsweise 0 und 10. Und genau. Anderer Unterschied, Stage 3 ist der Strength-Type, auf Stage 4 ist der Agility-Type. Heißt, wenn ihr dann Free-to-Play-Tag-Team und also keine Genuforce-Charaktere habt, könnt ihr entweder ein Free-to-Play-Tag-Team nehmen oder Free-to-Play-Agility-Team und könnt das auch auf jeden Fall schaffen. Aber Leute, so viel zu Golden Week-Informationen. Ich hoffe, ich konnte alles darlegen, alle Infos und Details zu Golden Week, zu den Missionen, zu Celebration und so weiter und so fort, zu den Bannern. Sie werden, wie gesagt, schon online sein, wenn ihr das Ganze hier anseht. Aber auch zu der Freezer-Kampagne, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich wollte das noch ganz kurz hier aufpoppen. Die zwei Events sind gerade Rede und natürlich dann auch die Dokumentation von Vegeta und Jiren. Ich wünsche euch und das Story-Event, ich wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Glück und Spaß im japanischen Duka-Battle mit den ganzen kommenden Sachen. Und wünsche euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns das nächste Mal. Peace.